Moin Leute, was geht? Skatrick W. H3MD ist wieder mal am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ihr auf euer Auto in GTA Chrom und eure Crewfarbe oder Chrom und einen Pair-Effekt oder Chrom und eine andere Farbe drauf klatschen könnt. Ich zeige euch jetzt einfach mal am Beispiel mit dem zweitschnellsten Auto im GTA. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Auto, was eine Primär- und eine Sekundärfarbe hat. Ihr begebt euch dann zum Los Santos Customs, fahrt mit eurem Auto ganz gechillt hinein. Dort geht ihr dann auf die Lackierung, nicht Nummernschild, Lackierung, Primärfarbe. Die Primärfarbe macht ihr Chrom. Die Sekundärfarbe bleibt so, wie ihr sie wollt. Ich tue sie jetzt einfach mal. Ja, ich lasse sie einfach so. Dann, wenn ihr das habt, nehmt ihr euch einfach irgendein Upgrade. Packt hier zum Beispiel Rettengetriebe drauf. Nehmt das wieder runter. Dann geht ihr wieder auf Lackierung, Primärfarbe. Und dann könnt ihr eure Crewfarbe einstellen. Oder ein Pair-Effekt eigentlich. Warte. Ach ja, es geht nur eine Crew-Lackierung noch mit drauf. Ich habe mich gerade eben ein klein bisschen geirrt. Aber jetzt habt ihr Chrom und eine Crew-Lackierung drauf. Dann nimmt ihr als Sekundärfarbe vielleicht auch nochmal irgendwas, was dazu passen könnte. Und dann habt ihr ein richtig geiles Auto. Weil ich meine, wer findet ein Auto mit einer Crewfarbe und Chrom gleichzeitig schon nicht geil? Also sieht schon fresh aus. Vor allem auch, weil das an manchen Stellen noch so chrommäßig aussieht, aber eigentlich grau ist. Im Licht sieht man es noch mal besser. Und im Schatten wird das dann wieder so leicht chrom. Und dann würde ich meinen, war es das schon mit diesem Video? Lasst doch eine positive Bewertung da.